So, ja, zunächst mal die News. Ich habe mir einen T95er wieder gekauft. Seht ihr gleich in den Gefechtsergebnissen. Da werde ich euch das Ding nochmal zeigen. Es fehlen noch ein paar Module, die ich kaufen muss, weil da brauchst du Lüftung, Ansetzer und Splitterschutz. Also es sind meine Module, die ich da einbauen werde. Ja, ansonsten richtig geil hier mit dem T49er. Müsste mal bis Ende dranbleiben. Da ist mir einer durchgeflutscht. Wen haben wir denn da? Ah ja, ich hatte ein paar Leute, die mir vorgeworfen haben, ich hätte einen Aimbot. Wenn ihr es nicht wusstet, wisst ihr das jetzt. Das sind alles Replays. Da kann ich auch hier da oben hingucken und die Kanone ist da, wo ich in-game hingezielt habe. Das ist also kein Aimbot, das ist einfach nur ein Replay. Das heißt, ich kann überall hingucken und die Kanone ist immer da, wo ich in-game hingezielt habe. Sprich, kein Aimbot, sondern einfach nur, das ist ein Replay. Aber finde ich total süß, dass ihr mir aimbots. Ich habe noch nicht mal irgendwelche Mods. Ich habe keinen XVM, ich habe keine Ahnung, weiß der Kuckuck was. Ich habe null Bot, null, wie heißt das hier? Mods von Anfang an nie gehabt. Auch kein XVM, wie gesagt. Nix, null, nada. Sieht ihr auch an meinen Replays. Mir wird nichts angezeigt. Auch nicht, wo Bäume umfallen oder sonstiges. Also. Nur mal so viel dazu. Ich spiele das Spiel original so, wie es vom Hersteller Wargaming rausgegeben wurde. Und die Stats, die ich habe, sind auch ohne Mods, ne? Also, ne? Hier Bäume, Umfall, Mods oder was weiß ich, was es nicht zum Kuckuck alles gibt. So, also habe ich nicht nötig gehabt. Ich finde auch diese ganzen Anzeigen verwirren auch teilweise, ey. Alles blinkt, alles ist rosa, rot, gelb, grün, lila, alles. Boah, da kriegst du ja einen epileptischen Anfall, finde ich. Muss so viel Mods braucht man gar nicht. Also meine persönliche Meinung. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ja, der E75 vom Gegner, der meinte, das ist eine gute Wahl, sich hier vorzuwagen. Und bekommt es hier rundum besorgt. 360 Grad. Ich habe den jetzt schon zum dritten Mal getroffen. Also, es gehört auf jeden Fall nichts zu lachen. Und jetzt ist er auch weg vom Fenster. So, jetzt hat der Gegner aber noch ein paar Artis und Autoloader. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was hier so Sache ist. Da hätte ich aber minimal zielen sollen, weil so ganz so krass aus der Fahrt schießen kann der T49er. Nicht zumindest, wenn der Gegner nach rechts oder links fährt. Also wenn er geradeaus fährt und du stehst genau hinter dem, dann kannst du auch aus der Fahrt treffen. Aber sobald der rechts und links Haken schlägt, ist nichts mehr mit aus der Fahrt treffen. Den habe ich jetzt mehr durch Splash getroffen als durch Direkttreffer. Dadurch, dass der T49er so lange nachlädt, tue ich mal vorspulen so ein bisschen, um die langweiligen Sequenzen mal so ein bisschen. Ich weiß nicht. Soll ich lieber normale Geschwindigkeit laufen lassen oder doch zweifache Geschwindigkeit? Ja. Der RAM, keine Ahnung, was der da bottet. Ich sehe nichts kommen. Der Gegner hat noch zwei Top-Tier, M103 und T10.
Oh ja, und da geht der M103 vom Gegner auf. Nimmt unser RAM raus. 434 konnte ich dem jetzt reindrücken. Er mir natürlich auch eine schöne Schelle gegeben. Und ich vermute mal, dass der Gold schießt, denn er bleibt jetzt an meiner Kette hängen. Schön von der Seite, wo die Panzerung am niedrigsten ist, beziehungsweise von hinten. Und M103 ist Geschichte. So, jetzt gehen wir mal Full Speed hier mit Turbogeschwindigkeit. Und dann wollen wir doch mal gucken, wo der andere sich versteckt hat. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er doch. Da ist er doch. Ja, ich wollte jetzt nicht so voreilig schießen, weil ich so lange Nachladezeit habe. Aim genauer hinten ein. Zack, die Bohne, Kollege. Mein kleiner Killer, hä? Wir sehen uns bei den Stats, bis gleich. Ja, zunächst mal zu den News ganz kurz. Also, ich habe mir das Monster wieder gekauft. Aber wie ihr seht, da sind noch keine Module drin. Also es gibt bald auch T95 Replays für euch zu sehen. Ja. Ich habe das Ding verkauft gehabt, weil ich Geld gebraucht habe. Und das Geile ist, wenn man das Ding wieder kauft, ist dein Stern immer noch drauf. Also wenn du mal 1, 2, 3 Sterne drauf hattest, dann hast du es immer noch. Also das kommt nicht weg. Okay? So viel mal dazu. Ja, also mit dem Ding hatte ich so geile Gefechte. Ich glaube, das ist eigentlich so mit das am härtesten gepanzerte Vehikel in World of Tanks. Ja, und auf Distanz ohne Arti kannst knicken, bei dem Ding durchzukommen. Alles klar, also bis bald. Ja, wir sehen jetzt erstmal hier die Gefechtsergebnisse noch. Ja, 3157 Schaden. 1392 Assists und mit am höchsten Schaden XP mal nicht, 1249, gut plus gemacht. Ja, und ja, die ganzen Top-Tiers vom Gegner gut bearbeitet. Würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert und auch meinen Hauptkanal, wo es um Sport geht. Alle Links in der Beschreibung oder oben in der Infobox. Bis dann, ciao.